eigentlich beide ganz nice aus. Das hatte ich letzte Woche an. Das habe ich wahrscheinlich öfters angehabt. Ich glaube, ich bin das. Ich vielleicht nicht immer so. Ich versuche echt, dass ich mich immer zweimal. Ich merke auch direkt bei der Kamera, dass ich anders rede, weißt du? Was ist das dabei in deinem Case? Also, hier sind nur Geräte drin. Da ist der große Synthi drin, Kabel. Der ist ein Synthesizer-Stand. Könnte ich eigentlich auch einen Laptop-Stand vor Ort nehmen, aber ich finde, der sieht nicht so cool aus. Jacke, Hemden. That's it. Ich schleppe so viel Kram mit mir rum, den ich nie brauche. Aber da gibt es in einem Moment, wo du es brauchst, und dann bist du froh, dass du es hast. Auf jeden Fall. Ist da schon mal irgendwas kaputt gegangen oder so? Also tatsächlich irgendwie so vor dem Weg, und dass du es nicht spielen konntest? Ja. Ja? Soundcheck gemacht und dann stand das, war so ein Zelt und dann kam Regen und ja. Das war halt, die Geräte standen genau unter dem Punkt, wo das vom Dach quasi runtergetropft hat, okay. Der Regen. Dann ist es halt genauso in die Geräte her und ich war halt nicht da. Dann habe ich angefangen, zack, weg. Das Aufregendste ist auch wirklich fast immer der Soundcheck. Wenn der Soundcheck, wenn alles steht, wenn alles funktioniert, dann ist meine Aufregung schon mal um 50% weniger. Deswegen ist es manchmal auch eigentlich voll geil, wenn du halt vor dem Spielen schon einen Soundcheck machen kannst. Weil dann kannst du, weiß nicht, machst mittags einen Soundcheck, kommst zurück und dann kannst du vor dem Spielen wirklich einfach voll relax, einfach nur diese Mini-Tasche hier. Geh hin, mach an und los geht's. Jetzt? Ich finde, es ist halt ein viel befriedigenderes Gefühl, wenn du nur eigene Musik spielst.
Damals habe ich halt 2 Lieder von mir gespielt oder 3 Lieder oder so. Das ist für mich der größte Unterschied. Ich höre das super oft, dass Leute sagen oder quasi das gleichsetzen im Sinne von, wenn du ohne Computer spielst, ist es mehr live, als wenn du mit Computer spielst. Das würde ich so gar nicht sagen. Also der einzige Grund ist, finde ich, dass du halt diesen großen Bildschirm nicht hast, der dich irgendwie so ablenkt. Das finde ich halt ganz geil, weil du halt, egal ob du ihn brauchst oder nicht, sobald ein großer Bildschirm im Spiel ist, auch bei den CD-Chase, weißt du, der schaust du drauf. Du musst da nicht drauf schauen, aber einfach, weil dein Bildschirm ist, schaust du drauf. Oder einfach auch so als Safety-Ding, wenn du irgendwie aufgeregt bist und so einen Anker brauchst, dann schaust du auf diesen Bildschirm. Und wenn der einfach gar nicht erst da ist, dann fällt er schon mal weg und das finde ich ganz cool. Aber es ist schon höchstwahrscheinlich ja schon sehr anspruchsvoll, weil es machen ja wenige, das hat ja sehr im Grund, oder? Die Vorbereitung ist hart. Dadurch, dass es halt mit Hardware ist, ist halt schon sehr limitierte Möglichkeiten. Und du kannst klar Copy-Paste machen, aber nicht in dieser Form, wie es auf dem Computer geht. Eine Sache ist wirklich klar, Moritz, du hast, was Musik anbelangt, einfach verdammt hart schon viele Jahre gearbeitet. Das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, also einfach nur im Vergleich zu vielen anderen, die vielleicht schon da viel weiter standen. Du warst sehr, sehr ehrgeizig und bist sehr, sehr ehrgeizig und deswegen würde ich behaupten, es ist bei dir nicht unbedingt in dem Fall Glück, sondern es ist mit Sicherheit was. Ja, natürlich, das gehört immer. Du kannst auch Glück erarbeiten. Das stimmt.